In dieser Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören» rede ich mit der Filmemacherin Dilia Hess über... Über Animationsfilmprojekte, über verschiedene Frameraten, über unser Kollektiv Papierboot und über den Verein Filmzentralschweiz. «Gango hören». Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören». Der Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblingspodcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, siehst du das vis-à-vis von mir ein Gast sitzt. Hallo, wer bist du? Hallo, mein Name ist Dilia Hess. Ich mache Animationsfilme und Illustrationen. Ich habe eine kleine Einzelfirma, ich habe auch ein Kollektiv mit zwei Kolleginnen, die wir in der Auftrag machen. Und ich bin auch noch Vorstand im Film Zentralschweiz. Es ist ein eigentlich der Branchenverein der Zentralschweizer Filmschaffenden. Und über alle diese drei Sachen reden wir nachher. Nimmt mich Wunder, was du dazu zu erzählen hast. Aber wir fangen die Folge wie alle anderen auch an mit einem Tipp aus Kunst und Kultur. Hast du etwas dabei? Ja, also ich arbeite unter anderem auch noch so 2 Stunden pro Woche vielleicht, 2 Stunden pro Monat vielleicht beim Stadtkino, in dem ich Flyer verteile, die immer das neueste Programm. Und ich würde also herzlichst empfehlen, das Stadtkino noch zu besuchen, weil das Stadtkino ist ja auch ein bisschen in Gefahr, geschlossen zu werden. Und ich finde, das sollte man unterstützen, weil sie haben ein tolles Programm. Und es gibt auch das Crowdfunding, um das Stadtkino unterstützen, finanziell. Peter Leimgruber vom Stadtkino war auch schon im Podcast zu Gast, etwa vor 5 Ausgaben oder so. Und dort hat er auch schon ein bisschen darüber geredet, wie es im Stadtkino geht. Dort hat es aber gar nicht mal so schlecht gedacht. Und jetzt hast du da so angedacht, so, solange es noch gibt. Gibt es da Insights? Nein, ich weiß auch nicht genau darüber. Also das habe ich jetzt vielleicht etwas Falsches gesagt. Auf jeden Fall ist das Stadtkino schon wieder auf Unterstützung angewiesen, so oder so. Also braucht es Stadtkino Geld und braucht es Besucher und es hat ein tolles Programm. Weil ich habe, es ist lustig, dass du das jetzt sagst als Tipp, weil ich habe wirklich heute Mittag oder im späteren Morgen noch eine Mail bekommen vom Stadtkino, ein Newsletter und dort hat es einen Link zu einem Crowdfunding dabei, um das Stadtkino zu unterstützen. Das wäre mein Tipp, gerade angelehnt an deinen Tipp, Stadtkino zu unterstützen, ist eine mega gute Sache. Wann bist du das letzte Mal selber im Kino gewesen? Ich glaube, letzte Woche. Also ich gehe recht viel ins Kino, weil ich durch das, dass ich beim Stadtkino arbeite, einen Kinopass habe und eigentlich immer gratis kann gehen. Durch das gehe ich sicher einmal, zweimal pro Woche ins Kino. Und also ich finde es eh viel toller, Film zu schauen im Kino natürlich, als auf einem kleinen Bildschirm. Mhm. Und darum nütze ich das auch. Was hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Ich habe es aber gerade vergessen. Mal Peter von Kant war das. Mhm. Das ist so ein Film, eine französische Produktion eigentlich, wo aber so wie ein Remake ist von einem Film von Fassbinder aus den 70er Jahren. Und es geht um so eine unglückliche Liebesstory und Liebeskummer und so. Mhm. Also ja, ich habe es noch gut gefunden. Es ist noch recht schrill, das Ganze. Also so ein bisschen übertrieben alles. Inszeniert, aber ich habe es interessant gefunden. Mhm. Hast du selber auch schon Filme von dir auf der Kinoleinwand dürfen sehen? Ja, also ich mache Kurzfilme, meistens animierte Kurzfilme und die laufen dann meistens schon im Kino, also jetzt meistens nicht im regulären Programm, sondern in den Festivals. In den Kurzfilmprogrammen oder vielleicht auch mal im Kurzfilmblog. Zum Beispiel, es gibt ja auch eine Kurzfilmnacht. Mhm. Dort ist jetzt noch nie ein Film von mir gelaufen, aber dort läuft auch oft ein Kurzfilm und es wird programmiert für den Kurzfilmtag in Winterthur. Ja, so Sachen kann man meine Filme im Kino sehen. Da sind wir ja jetzt eigentlich schon voll beim Thema, nach dem, was du machst. Wir haben die 3 Gleise angesprochen vorher, eben Papierboot, das Kollektiv. Dann deine Einzelfirma, die du unter deinem eigenen Namen hast, richtig? Mhm. Und Film Zentralschweiz. Ich würde sagen, Film Zentralschweiz macht vielleicht Sinn, als zweites denn, oder als drittes besser gesagt, zu besprechen, weil man dann schon in den Hintergrund hat von dir.
würde sagen, wir fangen zuerst mit dir selber an, bevor wir nachher zum Kollektiv kommen. Mhm. Also gut, ich selber und das Kollektiv verschmelzt manchmal ein bisschen, muss man sagen, aber grundsätzlich sind die Arbeit vom Kollektiv sind jetzt in der Aufträge oder so und meine persönlichen Projekte sind in der so meine eigentlich Kurzfilme. Wobei, jetzt bin ich in einem Kurzfilm am Produzieren, wo eigentlich ich mache Regie, aber das Kollektiv macht Produktion. Von dem her ist es auch wieder ein bisschen zusammen. Mhm. Aber ich würde sagen, ich für mich, eben, ich mache eigentlich Kurzfilmproduktionen und ja, das ist eigentlich meistens eine mega aufwendige Sache, die jahrelang geht. Darum habe ich jetzt auch noch nicht wahnsinnig viele Filme gemacht. Aber ja, im Moment bin ich zu meinen zweiten Filmen am Produzieren. Und das ist ein Kurzfilm über das Gefühl, dass man im Leben nicht vorwärts kommt und dass alles stehen bleibt und so alles blöd ist. Und irgendwie, also es ist so ein bisschen dargestellt im Film, dass sich alles auflöst und irgendwie am Schluss die ganze Stadt überschwemmt. Weil irgendwie alle Bewohner von der Stadt so im Kreis drehen und irgendwie nicht vorwärts kommen und so. Also es ist ein bisschen, vielleicht eine abstrakte Geschichte, die recht so visuell funktioniert. Aber ja, für das finde ich eigentlich genau Animation wie es interessanter, dass man kann so, wie so Sachen darstellen kann, die man ja nicht sehen kann eigentlich und das irgendwie so wie auf einer metaphorischen Ebene so ein bisschen machen. Und sonst ein riesiges CGI-Team braucht, um ja. sehr viel Budget, um das zu können. Stimmt. Jetzt dümmt sich mir da recht viele Fragen auf. Aber okay. Bevor ich die anspreche, zuerst noch vielleicht, wenn jetzt jemand noch nichts von deinen Filmen gesehen hat, und ich glaube, da gibt es zwei, drei, die noch nicht gesehen haben, kannst du mal, also was erwarte ich da, wenn ich das schaue? Wie sieht das visuell aus? Aha. Kannst du das irgendwie so ein bisschen versuchen? Ja, vielleicht also, gibt es so technische Begriffe und dann vielleicht noch für Leute, die ja. da keine Ahnung haben dafür. Also ich mag eigentlich meistens Zeichentrickfilme. Das heisst, ich zeichne auf Papier oder jetzt für den neuen Film mache ich es auf einem Zeichnungstablet, also wie ein Bildschirm, wo ich direkt darauf zeichne und dann ist es digital. Und jetzt, der Film, den ich jetzt mache, ist so mit Kohlenstruktur, also den Hintergrund habe ich nach wie vor auf Papier gezeichnet, das sieht einfach aus wie eine Kohlenzeichnung und die Animationen am Computer, also wo Computerzeichnungen sind, probiere ich möglichst so zu machen, dass es auch aussieht, das hat man es auf Papier gemalt, also mit so Kohlenstruktur und Bleistift, Pinsel, also ja. Und der letzte Film, den ich gemacht habe, ist so mit Aquarell gemalt. Dort haben wir tatsächlich alles auf Papier noch gemacht. Mit Bleistift und Wasserfarbe. Und also ja, es ist eigentlich recht zu Hand gemacht, was ich mache. Mhm. Und ja, also. Die Leute fragen mich eben, ob man das kann irgendwie, ob der Computer mega viel macht. Aber leider ist es so, dass man gleich muss 12 Bilder pro Sekunde halt einfach zeichnen. Egal, ob ich jetzt auf meinem Tablet zeichne oder auf Papier. Also es ist eigentlich immer noch gleich gemacht wie vor 100 Jahren oder so. Oder wenn das mal angefangen hat, Zeichentrick machen. Ich wusste, dass du das gerade sagst. Ich habe vorher gehört, ist der Titel Englisch, Circuit, oder ist es Französisch, Circuit, oder ist das... Wie du willst. Okay. Das ist ein internationaler Titel. Den habe ich noch geschaut und der Vater hat mir über die Schulter geschaut und hat gesagt, ich soll dich fragen, mit wie vielen Bildern pro Sekunde du zeichnest. Aber du hast jetzt gerade gesagt, es sind 12 Bilder pro Sekunde. Ja, unterschiedlich. Manchmal 8, manchmal 12. Ja. Wenn es geht, probiere ich 8. Dann geht es schneller. Mhm. Aber es kommt auf die Bewegung drauf. Also wenn es eine schnelle Bewegung ist, muss man 12 machen oder manchmal sogar 24. Und wenn es etwas Langsames ist, kann man 8. Vielleicht für eine kleine Klammer auf für Leute, die gar keine Ahnung haben von Film. Film ist ja eigentlich nichts anderes als eine Illusion von einzelnen Bildern, wo, wenn sie schnell abgespielt werden, eine Bewegungsillusion auslösen. Und normale Kinofilme sind mit 24 Bildern pro Sekunde im Durchschnitt, sagen wir, gefilmt. Mhm. Warum zeichnest du denn jetzt mit 12 und nicht mit 24? Einfach, weil es ein bisschen weniger zu tun gibt. Also,
Ja, wir haben herausgefunden, dass 12 auch reicht. Also, dass unser Hirn noch recht gut funktioniert und auch bei 12 Bildern pro Sekunde noch wie die Illusion kann kreieren kann, dass sich da tatsächlich etwas bewegt. Und sogar mit 8 zum Teil eben. Mhm. Ja. Genau, und wie du vorhin gesagt hast, bei ganz schnellen Bewegungen gehst du dann halt mit den Frames rauf, damit es einfach flüssiger ist. Je mehr Bilder, desto flüssiger sieht es aus. Ja, und wenn das langsame Bewegungen sind, dann ist wieder der Schritt zwischen einem und dem anderen Zeichnung nicht so gross. Mhm. Und dann funktioniert es auch mit 8. Also ist jetzt ein bisschen technisch. Das ist vielleicht auch nicht so interessant. Was mich interessiert und was ZuhörerInnen interessiert, ist mir egal. Ja, okay. Also und mit 24, also wenn dann eine Bewegung, also ein riesiger Gump ist, zum Beispiel haben wir so Tom und Jerry-Stil animiert, wo sie dann irgendwie auf einer Seite vom Bildschirm auf der anderen gumpen, die ganz kurze Zeit, dann ist es einfach besser, wenn noch ein Bild dazwischen ist, auch wenn's, wenn das vielleicht ganz schnell geht. Mhm. Ja. Und dann aber reduzierst du natürlich, weil du, wie gesagt hast, du zeichnest es von Hand und wie lange hast du an einem Bild? Das ist schon halt unterschiedlich, was auf einem Bild ist. Aber, sehr unterschiedlich. Ja. Aber du machst ja, also du zeichnest dann 12 Bilder, damit du einen Sekundenfilm hast. Und jetzt der Circuit, der ist 8 Minuten, ja. 7, dort umeinander etwas. Ja, man kann es jetzt auch so rechnen, weil gerade jetzt bei diesem Film hat es viele Loops drin, wo ich kann wie, also zum Beispiel, wenn ein Velofahrer fährt, dann muss ich ja nur einmal machen, wenn er trettet und dann kann ich das repetieren und dann muss ich nicht so viel zeigen. Mhm. Also ja, man kann es jetzt nicht so sagen. Nein. Aber, es ist, aber man kann sich vorstellen, dass es ein riesen Aufwand ist und dass es darum Sinn macht. Manchmal sehe ich gerade, dass da die Sonne reinscheint und ich da völlig überbelichtet bin. Ich stehe schnell auf und ziehe schnell den Vorhang. Ja. All die, die nur zulassen, ich höre jetzt schnell nichts. Den Film kann man anschauen auf Vimeo. Mhm. Und Thumbnail, also das Standbild, das man sieht, bevor der Film abspielt, hat es ganz viele Festivals drauf. Mhm. Ja. Das habe ich noch blöffig gefunden. Ja, es ist auch ein bisschen blöffig. Also es ist mir auch ein bisschen unangenehm, dass man so Sachen machen. Aber ich habe das Gefühl, man muss, so man muss das so ein bisschen promoten, damit es gut aussieht. Und irgendwie macht man das so, dass man so die Festivals so ändert. Die Lorbeeren drauf tut, ja. Ja, eigentlich ist mir das ein bisschen unangenehm, dass du das noch so ansprichst. Wieso ist dir das unangenehm? Ich finde, es ist ja, also ich persönlich wäre auch ein bisschen stolz, wenn ich jetzt können sagen, hey, der Film ist im Fall am, also ich habe gesehen, Lugano Filmfestival ist drauf und andere, aber Filmfest, also Lugano gar nicht selber, darum ist es mir gerade aufgefallen. Finde ich irgendwie cool. Ja, das finde ich natürlich auch cool. Also bin ich auch stolz, aber mehr, dass man es so muss so darstellen. Aber ich denke einmal, wenn jemand auf den Film geratet per Zufall, vielleicht hat er das Gefühl, dass es sich lohnt, um den anklicken, dass man ihn schaut. ich glaube, wahrscheinlich ist es auch so, weil wenn das an einem Festival gezeigt wird, muss ja immerhin schon mal eine Auswahlhürde übergumpen. Mhm. Also kann man schon mal davon ausgehen, dass eine gewisse Qualität oben ist bei dem Film. Was nicht heisst, dass einer, der das nicht geschafft hat, nicht hat, aber der, der das Logo drauf hat, weiss man, der hat immerhin dort geschafft. Also ich finde, es ist schon auch ein Qualitätssiegel. Ja, das hoffe ich ein bisschen mit dem. Mhm. Darum habe ich es gemacht. Wie lange hast du den Film gehabt? Ja, lang. Also vielleicht 5 Jahre oder so, aber nicht die ganze Zeit immer an dem Film. Mhm. Also es ist dann so wie Projektentwicklung, wo ich die Geschichte ausdenke und das Design, wie es dann aussieht und das Storyboard und so weiter. Das ist dann so eine intensive Phase und nachher dann geht es ein Jahr oder so. Also dann kann man Geld beantragen für die Herstellung bei Förderstellen, Filmförderung und so weiter. Und das braucht wieder recht viel Zeit, wo man eigentlich gar nicht daran schafft, also wo dann einfach der Produzent eigentlich beschäftigt ist, um das Projekt zu finanzieren. Und dann geht es wieder los mit der Herstellung. Also ja, eben, ich habe so von der ersten Idee bis zum fertigen Film ist es vielleicht 5 Jahre gewesen, aber so mit Pause und so. Ja. Und ja, wie finanzierst du so einen Film? Also das merken wir jetzt zum Beispiel. Und dann kommen wir nachher darauf zurück, bei mir Papierbund machst du das selber, machst du Auftragsarbeit. Ich meine, dort ist
Situation ja eigentlich recht komfortabel, weil man weiss, wenn ich etwas produziere, dann ist es sicher auch finanziert, weil es ist ein Auftrag von einem Kunden oder von einer Kundin und sie sagen, wir hätten gerne das Video und dann weiss man ab dem Punkt, wo man am Drehen ist, gut, ich habe das Budget, ist super. Mhm. Was bei so freien Arbeiten ja nicht so ist, dort hast du eine coole Idee, aber wenn es dumm läuft, will dir das niemand finanzieren und dann musst du überlegen, ob du trotzdem umsetzen oder nicht. Ja, also darum hat man so verschiedene Stufen von der Finanzierung eigentlich. Also man investiert am Anfang schon recht viel, bis man überhaupt mal eine erste Finanzierung beantragen kann. Aber es hast du im Auftrag in dem Sinn auch, indem du Offerten machst und vielleicht schon so ein bisschen Konzeptidee im Kunden lieferst. Und das ist auch noch nicht ganz klar, ob jetzt der das will oder ob lieber jemand anderes fragt dann. Und im Kurzfilm Produktion ist es eigentlich gleich. Also ich überlege mir eine Idee und du mal so ein erstes Dossier zusammenstellen, wie der Film könnte sein. Aber dann kann man eigentlich schon für Entwicklung, also für Projektentwicklung kann man schon Geld beantragen. Also ich kann dann sagen, ich habe die und die Idee, das ist ungefähr Geschichte. So sieht es ungefähr aus, aber ich muss noch Storyboard machen, ich muss Geschichte überarbeiten, ich muss Design auch nochmal überarbeiten und das habe ich 3 Monate oder so und dann kann man das probieren zu finanzieren über die verschiedenen Kulturförderinstitutionen, wie das Bundesamt für Kultur oder das Fernsehen finanziert auch mit für Filme und Kantone, also je nachdem. Also ich kann jetzt vom Kanton Luzern zum Beispiel Geld beantragen, bei der Stadt Luzern. Ja, und dann, wenn das gemacht ist, also die Projektentwicklung gemacht ist, das Geld gesprochen und die Arbeit gemacht hast, dann ist sie abgeschlossen. Dann kann man wieder nochmal ein Dossier machen für die Herstellung. Also das ist ein kleines, grösseres Dossier, wo ein Storyboard drin ist, wo ganz genau definiert ist, wie die Geschichte ist, wo jeder Charakter, also jede Figur, die vorkommt, ganz genau definiert ist und man sieht, wie die aussieht und was ihre Rolle ist in der Story und einfach ein rechtes Ding und ein ganz detailliertes Budget und dann kann man dann für die Produktion wieder Geld beantragen, also bei den gleichen Förderstellen eigentlich. Aber dann kann es sein, dass man die Vorproduktion macht, aber dann nachher die Produktion selber eigentlich nicht mehr schafft oder die Umsetzung nicht mehr schafft zu finanzieren. Ja, das kommt schon noch etwa dir vor. Also man muss halt sich... Was also auch schon passiert? Wie mir nicht, aber also, es ist schon auch häufiger so. Was willst du in so einem Moment machen? Weil es ist ja dann doch irgendeine Herzensangelegenheit. Oder ich kann es vielleicht erzählen, ich spiele in einer Band. Mhm. Wenn es um eine CD-Produktion geht, beantragen wir auch Geld, dass wir die CD produzieren können, weil die kostet viel Geld und können es auch nicht finanzieren. Aber wenn wir jetzt keine finanzielle Unterstützung bekommen würden, dann würden wir die Musik aufnehmen und dann würden wir es halt irgendwie selber finanzieren. Ja. Aber wir würden wahrscheinlich kaum sagen, dann machen wir es nicht. Ja, ich finde, es kommt echt auf das Ausmaß drauf an, also wie viel Geld und wie viel Arbeit. Also, es kommt ganz aufs Projekt drauf an. Also jetzt der Film, mein letzter Film, oder der, den ich jetzt mache, also kann man nicht vorstellen, dass ich das ohne Finanzierung hätte können machen, weil es einfach wirklich ein Jahr Vollzeitarbeit ist, oder eineinhalb sogar. Und ich kann Leute brauchen, und ich muss zahlen. Also ich kann das auch nicht alles allein machen. Ich muss auch einen Sounddesigner zahlen und Musiker zahlen und ich muss... Ja, es gibt gleich recht viel, wo man auch muss ausgeben muss, eigentlich effektiv und wo nicht nur Gratisarbeit ist. Und also ich glaube, jetzt so ein Projekt, ich könnte es mir wirklich nicht vorstellen, um das einfach zu machen, ohne Finanzierung. Du hast ja gesagt, du musst Leute zahlen. Wie viele Leute arbeiten mit dir mit an so einem Film? Ja, unterschiedlich. Also jetzt für den Film, den ich jetzt mache, sind wir etwa die Dritte gewesen, die animiert haben, also Zeichnung gemacht haben. Und dann etwa 2, die helfen kolorieren, also ich und noch jemand. Vielleicht hilft, wenn wir dann noch Geld haben, noch jemand mehr. Und jemand macht das Administrative, also Produktionsleitung, Finanzen und so. Und dann ist ein Musiker und das sind 2 Sounddesigner, die mitarbeiten. Sind mehrere Leute zusammen am Sounddesign zeichnen? Ja. Hast du dort noch ein bisschen Einblick, wie das genau funktioniert? Werden dann wie Charaktere aufteilt oder Szenen untereinander aufteilt? Oder macht jemand
Charakter, jemand macht Background oder wie sieht das aus, damit das so ein bisschen stringent aussieht, dass die Figur auch nicht? Ja, also eigentlich ist es eben so ein bisschen wie so ein Skill vom Animator, dass ich verschiedene Stile nachmachen kann. Also dass ich eigentlich in meinem Stil jetzt oder sie in meinem Stil eigentlich zeichnen. Und das ist auch etwas, finde ich, jetzt vom Schwierigsten, so was man muss können, so als Animatorin oder als Animator. Also ich selber habe es wie noch nie so richtig gemacht für einen anderen Film animiert, weil ich das, glaube ich, das mega schwierig fand. Und jetzt Siri zum Beispiel, die bei mir mitgeschafft hat, sie hat das super können. Also ich habe dann so wie Figuren, die vorkommen, so genau zeichnet, damit sie eine Vorlage hat und Hintergrund und alles. Und sie hat dann einfach Bewegung daraus gemacht und probiert einfach möglichst nach an meiner Vorlage zu bleiben. Und das hat echt super geklappt jetzt mit ihr. Und ja, das ist einfach etwas, wo man muss wie können, wenn man Animator ist oder Animatorin. Das finde ich noch eindrücklich, aber. Ja, also ja. Aber ich glaube, ich könnte es jetzt nicht so gut, nicht so gut wie sie. Aha. Ja. Mega cool. Wann hast du das Gefühl, oder wann ist geplant, dass der, wo wir jetzt dran sind, fertiggestellt wird? Ja, es ist, also wir haben jetzt die Animation eigentlich fertig gemacht. Jetzt sind wir nur noch so am Kolorieren und Reinzeichnen, was auch noch ein Zeitchen geht. Und ich weiss jetzt nicht, ich bin jetzt, kommt jetzt ein bisschen darauf an, ob man noch über mich fragen könnte, wo ich arbeite oder wie ich vorwärts komme. Ich kann es noch nicht so genau einschätzen, aber vielleicht nächsten Frühling oder Sommer. Hoffentlich. Ja. Aber ja, da kommt es auch wieder darauf an, wo man dann Festivalpremiere machen kann. Oder so. Ja. Und wenn er fertiggestellt ist, wie kommst du an die Festivals? Ja, das sind so eine riesen Arbeit auch, das mit diesen Festivals. Ja, da muss man, also es gibt so Plattformen, wo man den Film einreichen kann, oder zum Teil muss man direkt bei den Festivals halt Formular ausfüllen und schicken, und dann gibt's, Festivals haben dann immer so eine Auswahljury, wo dann die Tausenden von Filmen, je nachdem, wo eingereicht wird, alle müssen durchschauen und die Besten rauspicken. Bist du hoffentlich nicht der Tausendste am Tag, weil dann ist die Aufmerksamkeit wahrscheinlich ganz gleich groß. Also gut, also ich sage mir dem auch manchmal, also man kommt auch extrem viel Absage über und es ist so deprimierend, und ich probiere dann auch zu denken, also ich probiere dann an die Auswahljury zu denken, und dass sie dir auch einfach mega viele Filme müssen schauen und dass es einfach mega viele Filme gibt, die toll sind, und das muss man Dinge auswählen. Wir haben jetzt dort auch mit der Band dran das Album fertig gemacht und auch überall versuchen, irgendwie in einen Blog reinzubringen oder in ein Heft reinzubringen oder in eine Radiostation. Mhm. Das funktioniert wahrscheinlich recht ähnlich. Oder? Aber einerseits gibt es Plattformen, wo man den Song aufladen kann, und der wird dann verteilt an verschiedene Leute. Oder halt wirklich selber über info@radioxy.ch und dann versuchen, irgendwie den Kontakt zu knüpfen. Es sind auch sehr viele Mails mit sehr vielen Absagen. Festivals ist schon noch ein bisschen anders. Also ich habe das Gefühl, es ist vielleicht noch ein bisschen einfacher. Oder man muss weniger Beziehungen haben oder so. Also ich denke, es ist auch ein Vorteil, wenn man jetzt jemanden kennt oder so. Aber wenn eben, und ich könnte mir vorstellen, dort ist vielleicht ein Vorteil, kannst du sagen, hey, mein letzter Film ist im Fall Locarno. Ja, aber grundsätzlich gibt es immer so eine Einreichfrist und alle können sich anmelden. Und das finde ich eigentlich noch recht System. Und dann gibt es die Auswahljury und nicht einfach, ich kenne jemanden und jemanden kennt und der macht tolle Filme und das zeigen wir jetzt und so. Also das finde ich eigentlich noch recht cool. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass du eine Szene zeichnest, in der Bewegung drin, zeichnest die 12 Bilder pro Sekunde, dann sind die einzelnen Bilder ja sehr ähnlich, weil die Bewegung ja wahrscheinlich nicht riesig groß ist. Mhm. Stell mir das sehr meditativ vor, was du machst. Ja, das ist so. Das beruhigt dich das oder stresst dich denn das, wenn du 100-mal das gleiche Bild musst zeichnen quasi? Ja, ein bisschen beides. Also beim Animieren selber, also wenn ich die Bewegung so wie gestalte, ist es eigentlich sehr, eigentlich gar nicht langweilig. Also finde ich es noch recht herausfordernd, weil mir tut dann eigentlich nicht also man muss recht viel überlegen und sich das vorstellen und so. Und klar, da gibt es zwischendrin so, muss man so ein bisschen Lücken füllen und einfach den In-Between zu machen. Also In-Between sind so zwischen zwei Zeichnungen einfach Mitte zeichnen.
Aber grundsätzlich ist das noch recht, finde ich, noch recht herausfordernde Arbeit. Aber nachher jetzt, das, was ich jetzt mache, eben nur Cleanup, Coloring, also nur reinzeichnen und kolorieren, ist schon recht, schon sehr meditativ, wenn man sich, also, ein bisschen langweilig. Ein bisschen langweilig, aber also ich freue mich jetzt mega auf das, weil jetzt haben wir gerade so letzte Woche haben wir den Feinschnitt fertig gemacht. Und bis dann bin ich immer so, so angespannt und dachte, kommt euch das gut? Und wenn ich da noch die Szene, ist die überhaupt drin oder wird sie wieder gelöscht? Oder soll ich jetzt schon anfangen, die reinzeichnen? Und irgendwie bin ich so mega beruhigt und denke, ah, jetzt muss ich nur noch ausmalen, sozusagen. Mhm. Wahrscheinlich wird es mir dann schon nächste Woche schon wieder ein bisschen langweilig. Aber ich tue auch mal, ja. Schon genug meditiert. Ja, aber ich tue dann, ja. Vielleicht ein bisschen Podcasts hören. Ja, genau. Musik hören tue ich auch gerne. Ja. Jetzt hast du gesagt, der nächste Film ist sehr abstrakt und du hast irgendwann mal noch den Begriff so der Kreis. Mhm. Das ist ja aber auch schon beim letzten Film ja, ein Motiv, das häufig vorkommt. Schon ein bisschen ähnlich, aber es ist gleich ganz anders. Also, ja. Also jetzt der neue Film ist vielleicht ein bisschen düster. Der letzte Film war vielleicht ein bisschen fröhlich und so ein das Positive von dem im Kreis drehen. Und beim Neuen geht es eher darum, dass man wirklich irgendwie so, also das Hauptding ist, die Hauptfigur vom Film ist eigentlich, oder das, was so durchzieht, ist so eine Frau, die im Telefondienst anruft, also in einer Hotline. Und dann kommt sie so in die Warteschleife und sagt einfach immer jemand, bitte haben Sie Geduld und es kommt jetzt dann gerade jemand und es nimmt einfach nie jemand ab. Und da kommt immer die schrecklich so die Musik, so Liftmusikmäßig. Und es nimmt auch nie jemand ab bis am Abend und am Schluss versinkt sie noch selber. Also es wird alles so flüssig und sie versinkt dann selber. Also es ist schon ein bisschen negativer das. Sieht man anhand von deinen Filmen, die du machst, wie es dir selber geht? Ja, vielleicht, ja. Ja, das ist vielleicht schon ein bisschen so eine persönliche Geschichte. Also. Kann man vorstellen, auch, also, selbst wenn es jetzt keine Auftragsarbeit ist, dann glaube ich, ist es ja fast nicht möglich, das eigene Empfinden und die eigenen Emotionen und das Erlebte fließt wahrscheinlich immer irgendwie in die eigene Arbeit. Ja, also. Ja, man muss ja auch etwas finden, was einem genug interessiert, dass man jetzt mal 5 Jahre so dran hocken. Und dann ist es, also für mich, also ich glaube, es ist mega unterschiedlich. Aber für mich ist es schon amigs irgendetwas aus irgendetwas Persönliches, wo ich dann vielleicht schon so reinbringe. Und dann wird es halt, das ist jetzt nicht autobiografisch oder so, überhaupt nicht, aber es ist einfach so inspiriert von dem, was mich vielleicht gerade beschäftigt hat, damals. Aber 5 Jahre später mit dem Film, ja. 5 Jahre später schaffst du, damit noch ein bisschen Geld reinkommt in einem Telefondienst. Ja, vielleicht, ja. Mit Papierboot machst du aber etwas völlig anderes. Jetzt sind es Auftragsarbeiten. Ja. Mit wem zusammen machst du das? Das sind zwei Kolleginnen, die ich mit ihnen studiert habe. Und das eine ist Anja Siedler und das andere ist Andrea Schneider. Und das ist eigentlich super, weil wir haben alle so ein bisschen unterschiedliche Spezialitäten und das ergänzt sich super. Also, wer hat welche? Die Andrea macht viele Stop-Motion-Sachen, also dass sie direkt unter der Kamera animiert mit dem Objekt oder ja, meistens sind es Objekte oder Sachen, die sie ausgeschnitten hat oder so. Und Anja ist irgendwie so ein Organisationstalent und tut immer so ein bisschen schauen, dass alles funktioniert. Und sie kann mega gut schreiben. Sie tut damit 3 Bücher schreiben und Storyboards machen und so Sachen. Mhm. Und ich bin eben meine Zeichentrick-Spezialistin. Wobei Anja macht auch Zeichentrick. Also, ja. Ich habe noch ein Video geschaut. Ich habe die Band vergessen. Der Song heisst Emmen am See. See. Ja. Am Meer macht keinen Sinn. Emmen am See. Das war eine Kombination aus Realfilm mit Stop-Motion, wo ich mir überlegt habe, die Bäume, also das ist ein Mann, ein Typ, der durch Emmen spaziert und dann erscheinen die Pflanzen und ein Papagei ihm auf der Schulter. Mhm. Das ist eigentlich eine technische Frage. Ja. Habe ich mir
erstens mal hat es mich mega an Terry Gilliam und Monty Python ein bisschen erinnert, weil es eigentlich kommt auch so eine Hand rein, wo mich dort sehr interessiert. Und dann hat es mich untergenommen, die Sachen, die im Bild erscheinen, ja, sind das, so der Baum, der reinkommt. Das war Stop-Motion animiert, habe ich mir. Nein, das war After Effects animiert. Ah. Ja. Dann überrede ich meine Frage schon. Aber das Objekt, das reinkommt, ist das nachher von dir gezeichnet gewesen, oder von jemandem vielleicht gezeichnet gewesen, oder sind das noch so collageartige Sachen, die ausgeschnitten worden sind aus Filmbüchern so, oder keine Ahnung was? Nein, so Found-Footage gewesen. Oder ich glaube, sie haben sogar so ein Paket gekauft mit so Illustrationen. Mhm. Ja, so alte Illustrationen oder zum Teil, was wir gefunden haben und so, ja. Aber alles digital dann? Alles digital, ja, weil es ist ja das Realfilmbild im Hintergrund. Es würde ja gar keinen Sinn machen, das jetzt Stop-Motion zu machen, weil wir ja das gleich digital zusammensetzen am Schluss. Also. Ja, das stimmt. Das haben wir also wir müssen auf Greenscreen und den Greenscreen wieder freistellen und also ein bisschen, ja. Also das würde jetzt dort nicht so Sinn machen. Ja. Und habt ihr euch als Kollektiv zusammengefunden, wie sich das gerade so ergeben hat aus dem Studium? Oder macht es Sinn, wir hätten neben dem freien Filmschaffen auch noch Auftragsarbeit? Da ist das rein finanziell auch eine Überlegung gewesen, dass man so ein bisschen Auftragsarbeit macht? Weil es gibt ja Leute, die dann wirklich fast... nur eigentlich im... Ja. Oder keine Auftragsarbeit machen, sondern... Ja, also... Ich mache gerne noch beides. Mhm. Also, weil es sich so ein bisschen gegenseitig inspiriert oft. Und auch für meine persönlichen Projekte finde ich es so anstrengend, eben weil es meistens so persönlich ist oder so ein bisschen emotional und man hängt so dran und so. Und die Auftragsarbeiten finde ich eher von dem her wie ein bisschen erholsam. Also es kann auch stressig sein, wenn man jetzt eine knappe Deadline hat oder irgendwie Kunden, die ein bisschen kompliziert sind oder so. Aber man ist da wie nicht so persönlich involviert und denkt so, ja, der andere halt das noch, wenn jetzt der Kunde das unbedingt will. Und, oder man ist vielleicht ein bisschen kleiner zufrieden und denkt, ja, jetzt haben wir das Beste gemacht, was man mit dem Budget machen kann oder das gemacht, was den Kunden zufrieden macht. Und ja, ich finde, es ist einfach ein bisschen weniger so eine Herzenssache oft. Und das ist ein bisschen weniger anstrengend. Aber gleichzeitig kommt man auch oft auf eine tolle Idee, weil manchmal Kunden kommen und irgendeine Idee haben, dann denkt man, das habe ich gar nicht überlegt, das könnte man auch machen. Mhm. Oder so, ja. Oder vor allem, wenn man zusammenarbeitet, wir müssen gegenseitig auch ein bisschen pushen zum Teil, um neue Sachen ausprobieren oder auf neue Ideen kommen. Ja, genau, sich gegenseitig auch inspirieren. Für, ja. Für irgendetwas, was du nachher wieder kannst umsetzen kannst. Ja. Oder einflüssen. Ja, und jetzt unser Kollektiv, also Andrea macht nur Aufträge eigentlich, oder fast nur Aufträge, und Anja macht auch ihre eigenen kurzen Projekte noch. Das ist eh unterschiedlich. Also es ist auch unterschiedlich, wie viel dass wir jetzt für das Kollektiv arbeiten und wie viel an unseren eigenen Sachen. Und bei Andrea ist es so, dass sie dann so wie zwar nicht ihre eigenen Kurzfilmprojekte macht, aber sie macht viel noch so Musikvideos, was auch recht so etwas Künstlerisches ist. Was, wie für sie ist das wie so? Sind das mehr ihre persönlichen Projekte, die sie macht, die auch mega toll sind? Wir machen auch so Musikvideos. Mhm. Das ist finde ich auch immer mega cool. Dort ist selten Budget um. Ja, dafür kannst du machen. Dafür kannst du machen, was du willst. Genau. Das ist schon cool, ja. Genau, das ist genau auch unser Ansatz. Das sind Projekte, die sich nicht rendieren. Dafür, wenn wir irgendwie irgendetwas Neues ausprobieren, was wir haben. Oder halt uns mehr einflüssen lassen, als wir jetzt könnten bei einem Kunden, der meistens, oder bei einer Kundin, die meistens doch eher ein bisschen konservativ und heiß sind. Und dort kann man wieder ein bisschen Sachen ausprobieren. Und man dann später auch wieder mal kann, vielleicht in zeigen und sagen, guck, wir haben die Technik letztes Mal in Musik wieder ausprobiert, wäre es nicht mal etwas für das Nagelstudio, oder? Ja. Genau, ja. Und
Das dritte Ding, das haben wir vorher angesprochen, das ist Filmzentralschweiz. Ja, Filmzentralschweiz. Also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei im Vorstand. Mhm. Das ist eigentlich so ein kleines... Also das Hauptding ist eigentlich so ein bisschen politische Arbeit, die wir dort machen. Also dass wir probieren, in der Zentralschweiz ein Bewusstsein jetzt für den Film zu fördern und in der Politik ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, damit die Filmförderung ein bisschen erhöht wird. Weil es in der Zentralschweiz wirklich so ein bisschen am unteren Ende ist, schweizweit von der... Wieso ist das so? Das hat sich einfach so entwickelt. Also Zürich, Bern und Westschweiz haben halt irgendwie aufgestockt und Luzern weniger oder halt im kleineren Rahmen, also Zentralschweiz. Und ja, das ist einfach so. Das hat sich einfach so ergeben. Und was ist euer Argumentarium, warum muss Zentralschweiz dort auch mehr Geld in Film investieren? Ja, also was bringt es im Kanton? Also es gibt viele Argumente dafür. Also ein Hauptargument ist natürlich, dass es hier eine tolle Filmschule gibt. Also es gibt eine Animationsklasse, es gibt einen Masterfilm und es gibt eine Videofachklasse, also das heisst Dokumentarfilm vor allem machen die. Und es werden so viele super Leute ausgebildet hier in der Zentralschweiz. Und einfach ein Großteil wandert nachher wieder ab auf Zürich, Bern oder wo auch immer. Und nicht zuletzt, glaube ich, auch aus finanziellen Gründen. Also, weil es einfach einfacher ist, an anderen Orten seine Filme zu finanzieren. Das ist sicher ein wichtiges Argument. Und dann geht es auch darum, dass, wenn man Geld investiert in den Film, dass auch viel Geld eigentlich zurückfließt wieder. Also, das heisst, wenn jetzt der Kanton, also die lokale Förderung, oder die Region besser gesagt, es wird zu viel investiert in ein Filmprojekt, dann investiert, also ist die Chance grösser, dass auch das BAK, das Bundesamt für Kultur und das Fernsehen, wo beide nationale Förderer sind, auch Geld investiert in das Projekt. Und das Geld fließt nachher eigentlich zurück in die Region, also wird in der Region ausgegeben und generiert dann hier Arbeitsplätze. Also das sind so die zwei Hauptargumente eigentlich. Mhm. Und wie viel Resonanz stoßen wir mit diesen Argumenten? Wahrscheinlich unterschiedlich nach... Ganz unterschiedlich nach Kanton. Also Kanton Luzern ist recht positiv. Stimmt, also jetzt haben sich viele Parteien und Politiker eingesetzt im Kantonsrat, dass das erhöht wird, die Filmförderung. Und jetzt sind wir eigentlich guter Hoffnung, dass das Budget erhöht wird auf, glaube schon nächstes Jahr oder einfach in den nächsten Jahren. Und die anderen Kantone sind ein bisschen schwierig, also Obwalden, Nidwalden, Uri, Schweiz ist in der Zug, also Zug war glaube ich auch noch recht positiv eingestellt. Aber es war eben so ein bisschen unsere Idee, dass wir eine Filmstiftung gründen mit all diesen Kantonen zusammen. Also so wie in der Westschweiz haben sie das, heisst Cineforum, wo alle Westschweizer Kantone zusammen eine Filmförderungsstiftung gegründet haben. Und jeder Kanton zahlt dann einen Anteil ein und es wird verteilt, egal in welchem Kanton man jetzt wohnt. Und das hat man eigentlich auch ein bisschen angestrebt da und das ist jetzt ein bisschen bach abgegangen, die Idee. Weil die kleinen Kantone dort wie nicht haben wollen mitmachen oder auch nicht bereit sind, um mehr zu investieren. Aber wusste, dass ihr das Argument ist, wenn jetzt der Kanton Obwalden zum Beispiel Geld investiert in die Zentralschweiz, wird wahrscheinlich das Geld nachher eher in der Stadt Luzern wieder ausgeben. Für sie ist Zahlen. Natürlich ein Hauptargument, dass sie nicht viele Filmschaffende in ihren Kantonen und das stimmt auch zum Teil. Wobei, ja, ich kann sagen, so ist halt mega viele Filmschaffende aus Obwalden jetzt halt in Luzern, weil eben, weil dort Film fertig ist. Ja. Ja. Aber es ist ja immer. Ist ja immer natürlich Ansichtssache. Ja. Also ich verstehe natürlich das Argument auch ein Stück weit. Aber also es wäre einfach wie ein tolles Projekt gewesen, wo jetzt ein bisschen, nicht auf so viel positive Rückmeldung Chance ist. Ja. Und bei Filmzentralschweiz kann man ja Mitglied werden. Wir mit Gang Schauen sind auch Mitglied bei Filmzentralschweiz. Und haben uns auch schon die Frage gestellt. Was bringt uns jetzt das eigentlich, wenn wir Mitglied sind für Filmzentralschweiz?
Ja, da haben wir letztes Mal auch schon darüber geredet. Mhm. Und eben jetzt abgesehen von der politischen Arbeit, die irgendwie so ein bisschen abstrakt vielleicht ist, so für die Mitglieder, tun wir natürlich auch so ein bisschen Vernetzung der Mitglieder fördern. Und also jetzt, ich habe jetzt endlich lanciert, dass wir wieder mehr so Stammtisch machen, also so Austausch. Stammtisch vielleicht monatlich und ich weiß gar noch nicht, wie wir es machen. Also früher war es so, dass man dann einmal so wie in einem Atelier vorbeigegangen ist oder im Studio von einem Mitglied und die Person oder das Kollektiv hat die Arbeit vorgestellt, was sie machen und dann hat es vielleicht noch Abbruch oder so. Und vielleicht können wir das wieder machen oder haben wir auch überlegt, ob wir vielleicht könnten es machen, so wie so wie eine, wie sagt man dem, so eine Präsentation oder so ein Roundtable oder so, wo jeder könnte offene Projekte vorstellen und vielleicht irgendwie eine Rückmeldung sucht, dass wir so einen Austausch machen könnte. Gibt es auch eine Art wie ein Filmzentralschweiz Filmfestival, wo man Filme sieht von Leuten, die in Zentralschweiz, also von Filmen, die in der Zentralschweiz produziert worden sind oder von Vereinsmitgliedern? Nein. Spontan noch spannend irgendwie? Ja, wir haben eine Plattform. Also mir, da bin ich noch nicht im Vorstand gewesen. Also der Vorstand hat noch mal eine Online-Plattform auf die Beine gestellt gehabt, während Corona, wo dann auch noch recht gut angekommen ist. Und dort hat es viele Filme drauf. Und jetzt haben wir uns wirklich dagegen entschieden, um das gross noch weiterzuführen und gross bewerben, weil es ein riesen Aufwand ist und weil unsere Kapazitäten auch ein bisschen beschränkt sind. Und ja, Filmfestival haben wir jetzt auch nicht geplant. Aber was es gibt, ist ja der Innerschweizer Filmpreis von der Köchlin-Stiftung, wo viel Innerschweizer Film gezeigt werden und wo auch so einen festivalähnlichen Rahmen bietet jetzt für den Zentralschweizer Film. Und da gibt es immer am Open-Air-Kino noch so wie eine Filmpreisnacht, wo dann die prämierten Filme gezeigt werden. Ja. Was ist, ab wann gilt ein Film als ein Film, wo man wahrgenommen wird von Filmzentralschweiz? Ich glaube, das verschmilzt ja wahrscheinlich immer mehr, wenn das neue iPhone 25 dann in 4K Super ProRes irgendwas shootet, dann kann theoretisch ja jede Person mit ihrem Natte daheim einen Film drehen. Haben die da irgendwie künstlerische Rahmenbedingungen, die ihr setzt und sagt, ab dann und dann wird man quasi als Filmemacher auch angesehen von der Filmzentralschweiz. Oder kann sich theoretisch jeder, der sagt, ich habe 3 Videos auf YouTube geladen, sagen, ich bin ein Film und melde mich bei Aha, für Mitglieder, ob es ja, so eine Aufnahmekriterien gibt. Bin ich jetzt gar nicht so sicher. Aber ich nehme, also... Oder was wäre das Kriterium, um auf die Plattform zu kommen, wo es jetzt halt nicht mehr weitergeht, aber wo es gegeben hat während Corona, um zu sagen, das ist im Fall ein Film, den ich gemacht habe. Das weiss ich jetzt gar nicht, wie sie das ausgewählt haben, aber... Ich weiß auch nicht, ob das schon mal vorkam, ob jemand hat unbedingt Mitglied werden und man gefunden hat, ja, also, ich weiß jetzt nicht. Ja. Aber ich nehme an, also eigentlich bestimmt ja Mitgliederversammlung entscheidet eigentlich über neue Mitglieder. Also, wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen findet, ja, also. Ich weiß jetzt nicht, ob der berechtigt ist, um sich als Filmemacher oder Filmemacherin präsentieren, dann würde man vielleicht das so entscheiden. Aber das weiß ich jetzt wirklich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das schon mal vorkommt. Aber grundsätzlich ist natürlich schon das Kriterium, dass man professionell Filmschaffende ist, zum Mitglied sein bei Filmzentralschweiz, wie jetzt das genau definiert ist. Und was das heisst. Das haben wir auch immer wieder diskutiert. Also jetzt nicht im Zusammenhang mit den Mitgliedern, sondern mehr im Zusammenhang mit der Filmförderung. Also ob man eine Filmförderung schaffen für so semi-professionelles Filmschaffen und was das genau bedeutet und was genau Kriterien, also Förderkriterien sind. Also
das haben wir diskutiert, es ist natürlich nicht wir, die das bestimmen, sondern das bestimmen ja die zuständigen Personen der Kantone, aber wir sind in Austausch mit denen, also sie fragen uns auch manchmal in Bezug auf solche Sachen. Mhm. Und darum haben wir das auch schon diskutiert. Und das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil es ja gar keine klare Grenze gibt. Das ist ja immer fließend. Also, es gibt ja auch mega tolle Filmschaffende, die tolle Sachen machen, die gar keine Ausbildung gemacht haben in diesem Bereich, sondern irgendetwas anderes gelernt haben. Und das kann ja auch nicht das Kriterium sein. Mhm. So und so viele Festivals hat der Film gehabt. Also es muss ja irgendwie... Es ist halt etwas Schwammiges, wo man vielleicht muss einfach von Fall zu Fall entscheiden muss. Ja. Wenn wir gerade bei der Förderung sind, wie ist deine Erfahrung? Wie schwierig ist es, ein Projekt zu finanzieren? Oder vielleicht anders gesagt, wir haben zum Beispiel ein Projekt angefangen, wo wir... Gruppe von jungen Frauen begleitet. Die treffen sich einmal im Jahr zu einer Gesprächsrunde und diskutieren die Themen, die sie gerade so beschäftigen in diesem Lebensabschnitt. Mhm. Das haben wir angefangen, als sie 16 waren und wir haben eigentlich vor, das bis 26 so durchzuziehen. Mhm. Wir wissen aber eigentlich gar noch nicht so genau, wie es rauskommt. Und vor allem, wir haben einfach mal angefangen. Oder? Wir haben einfach gefunden, hey, weißt du was, wir begleiten euch jetzt ohne gross, dass wir irgendein Konzept haben oder so, sondern einfach, wir finden das irgendwie noch eine spannende Idee und dann schauen wir dann wie schwierig sind Projekte so zu finanzieren, wenn man eigentlich schon im Projekt innen steckt und gar nicht von Anfang an Förderstellen können, quasi noch mit involviert werden? Eher schwierig. Ich glaube, es ist schwierig, aber ich weiß jetzt nicht. Also, weil ich mache das nicht unbedingt. Ich glaube, es ist ein Dokumentarfilmproblem. Also habe ich jetzt schon von vielen Dokumentarfilmschaffenden gehört, dass sie dann so wie halt dann anfangen müssen, weil das gerade aktuell war, das Thema, oder der Protagonist gerade Zeit gehabt oder wie auch immer. Und dann irgendwie hat man gleich schon angefangen, wo es noch nicht finanziert ist und so. Und das weiß ich gar nicht. Also eben Animationsfilm ist nicht so das Problem. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich ist schon ein Kriterium, dass man zuerst... Also, dass man nicht mit dem Projekt schon steckt und dann Förderung beantragt. Also, aber es gibt ja auch Postproduktionsförderung. Also, beim Kanton Luzern zumindest gibt es das. Und jetzt von der Winterthur kurz vor dem Tag wird das auch mal ausgeschrieben, so ein Postproduktionspreis. Vielleicht so etwas könnte ich empfehlen. Das war jetzt sehr egoistisch, das war jetzt wichtig für mich zu wissen, aber vielleicht steckt jemand anders am gleichen Ort. Nein, am besten würdest du einen Produzenten fragen, der Dokumentarfilm sich auskennt. Das könnte ja so, weiss ich jetzt nicht. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wo Filmzentralschweiz uns könnte unterstützen könnte in Vermittlung, dass man anfragen und sagen, hey, wir bräuchten eine Produzentin im Bereich Dokumentarfilm. Habt ihr jemanden? Und dann sagen ihr, ja klar, also mit so Fragen kann man immer kommen. Mhm. Und dann können wir probieren, das zu vermitteln. Wir kommen langsam gegen das Ende zu. Da schauen wir immer in die Zukunft, was steht an bei dir persönlich, bei Papierboot und vielleicht auch für die Zentralschweiz konkret und was ist in Planung? Also jetzt bei mir, ich muss meinen Film fertig machen. Mein Ziel für das nächste halbe Jahr. Nein, das heisst, ich habe die Deadline verpasst, weil ich irgendwie permanent nicht arbeiten konnte das Jahr. Und jetzt kommt es, glaube ich, nicht mehr so drauf an. Das mache ich einfach so, wie ich gerade mag. Mhm. Also ich habe jetzt, man muss dann schon einen Zeitplan eingeben bei der Förderstelle und ich habe jetzt den allen gesagt, ich verschiebe jetzt das und weiss nicht genau, bis wann. Mhm. Aber ich denke, eben ein halbes Jahr oder so. Und das ist eigentlich auch noch gut zu wissen, das kenne ich jetzt auch aus der Musik, dass eigentlich Deadlines, die man nicht einhält, meistens nicht so ein Problem sind, in meiner Erfahrung, solange man proaktiv informiert. Bei der Förderstelle auf jeden Fall. Also es spielt denen jetzt nicht so eine Rolle. Sie müssen einfach wissen, dass man das Geld nicht für einfach die Ferien gebraucht hat. Für eine Inspirationsreise. Ja. Also die müssen natürlich sicher sein, dass man das Geld für das braucht, was gesprochen ist. Aber für das muss man am Schluss auch eine Abrechnung machen. Genau.
Ja, das und Papierboot. Ja, ich weiß nicht, wir müssen irgendeinen. Also es sind so ein paar Projekte, so ein bisschen Arbeit im Moment, aber bei denen bin ich jetzt nicht so involviert, weil ich hauptsächlich an meinem Film arbeite. Und, aber was wir unbedingt machen wollen, ist so ein bisschen ein Spassprojekt auf Neujahr, also irgendwie so ein bisschen animierte Neujahrskarten, die wir können allen verschicken. Das ist jetzt mehr so ein bisschen für unseren Spass. Und Film Zentralschweiz ist eigentlich das Aktuelle, eben, dass wir probieren, jetzt mindestens im Kanton Luzern das geplante Budget, die geplante Budgeterhöhung, dass es auch wirklich durchkommt. Ja. Und eben, dass man die Stammtisch wieder ein bisschen aufgleisert und ein paar Sachen veranstaltet für die Mitglieder. Das würde ich sehr freuen. Ja. Auf welchen Kanal finden wir Infos zu dir und all den anderen Sachen? Ich habe eine Webseite, heisst iliahess.ch, und ich habe einen Instagram-Account, und ich ab und zu mal etwas posten. Mhm. So ein bisschen Work in Progress von meinem Film. Das ist auch Delia Hess, aber es hat noch so, glaube, zwei Underlines in der Mitte. Weil es ist, ja. Und Papierboot haben wir eine Webseite und auch Instagram. Ist einfach papierboot.ch. Ja. Und Filmzentralschweiz. Filmzentralschweiz.ch, ja. Alles ein. Alles sehr ein, gut. Ja. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und vorbeikommen bist für das Gespräch. Danke dir. Sehr interessant gefunden. Es hat ein paar Einblicke gegeben, die ich auch selber noch nicht gewusst habe. Es war vielleicht ein bisschen technisch gewesen, teilweise. Ja. Sorry für das, aber es hat mich einfach interessiert. Und alles Gute bei deinen weiteren Projekten. Ich bin gespannt auf den neuen Film. Ja, danke. Auch alles Gute. Danke. Danke allen, die bis dahin zugelassen und geschaut haben. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei wärt. Bis dann, eine gute Zeit und ciao zusammen.